BR Heimat, Blasmusikkonzert. Herzlich willkommen aus Nürnberg. Mein Name ist Karl-Heinz Brandt. Ich begrüße Sie zum Blasmusikkonzert am 26. März. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Dieses Sprichwort kennen Sie bestimmt. Es bedeutet, dass man maßlos übertreibt, irgendwas sehr überspitzt darstellt, sodass eine Kleinigkeit zu einer richtig großen Sache werden kann. Wir haben täglich mit solchen Übertreibungen zu tun, beruflich, privat und im Internet und den sozialen Medien sowieso. Jeder will für sein Thema, sein Anliegen möglichst viel Aufmerksamkeit erregen und das funktioniert am besten, wenn man übertreibt. Was für ein Theater, so habe ich die heutige Sendung genannt. Unsere erste Musik ist ein Jazz-Standard aus den 1930er Jahren von Will Hudson und Irving Mills mit dem Titel Moonglow, auf Deutsch Mondschein. Was der Mondschein damit zu tun hat, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, sage ich Ihnen gleich. Hier kommt erstmal Reckense Brass mit Moonglow.
Und das war die Gruppe Blechverrückt mit dem Titel Lichtblick von Alexander Stütz, der hier auch am Flügelhorn zu hören war. Was für ein Theater heißt heute unser Thema, und jetzt ist natürlich die Frage, was hat der Mondschein und ein Lichtblick damit zu tun? Es geht um die Earth Hour. Die findet nämlich heute Abend zum 16. Mal statt. Die Earth Hour ist 2007 vom WWF in Australien ins Leben gerufen worden. Für eine Stunde wird dabei die Beleuchtung an berühmten Bauwerken ausgeschaltet. Ursprünglich war das Ziel, Energie und damit auch CO2 einzusparen und so was gegen den Klimawandel zu unternehmen. Inzwischen geht es nicht mehr nur um Energiesparen, sondern laut offizieller Homepage darum, ich zitiere, das Bewusstsein zu schärfen und weltweite Gespräche über den Schutz der Natur, die Bewältigung der Klimakrise und die Zusammenarbeit bei der Gestaltung einer besseren Zukunft für uns alle anzuregen. Zitat Ende. Wenn das mit einer Stunde Licht ausschalten funktioniert und seinen Zweck erfüllt, ist es gut, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen traurig, dass so eine Aktion überhaupt nötig ist. Eine Stunde ist schließlich schnell rum, und wie viel könnte man erst für die Welt tun, wenn man immer ein bisschen aufpassen würde? Dann bräuchte man nicht so eine Aktion und so ein Theater drum zu machen. Airs and Atmospheres, unser nächstes Stück hier ist Salaputia Brass. Thank you.
Das Ensemble Salaputia Brass mit dem Werk Airs and Atmospheres von Derek Bourgeois. Ja, in der Luft liegt ja derzeit so einiges. Der Frühling beispielsweise. Letzten Sonntag war der kalendarische Frühlingsanfang und damit steht auch jedes Jahr die Zeitumstellung ins Haus. Die Uhren werden eine Stunde nach vorne gedreht und bei uns gilt dann wieder die mitteleuropäische Sommerzeit. Eine Stunde nach vorne, das heißt, die Nacht ist eine Stunde kürzer. Manchen Menschen gefällt diese Vorstellung nicht so richtig. Vielleicht, weil sich's ein bisschen so anfühlt, als würde einem die Zeit, ja, gestohlen. Das stimmt natürlich nicht. Der Lauf der Zeit lässt sich nicht beeinflussen und das ist auch ganz gut so. Es sind nur die Uhren, die umgestellt werden. Also keine gestohlene Zeit. Thank you.
Ein schöner, ruhiger Big Band-Titel, Stolen Moments von Oliver Nelson. Gespielt hat die Vocal Brass Big Band der Kreismusikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld. Sie hören das Blasmusikkonzert auf BR Heimat, heute mit dem Thema Was für ein Theater. Wir haben über die Zeitumstellung gesprochen vorhin. Heute Nacht ist es wieder soweit. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde nach vorne gedreht. Seit 1980 ist das so. Seit 42 Jahren, also schon eine ganze Weile. Und seit es die Zeitumstellung gibt, ist sie auch umstritten. Am Anfang hat man noch gedacht, es könnte Energie gespart werden durch die Sommerzeit. Inzwischen weiß man aber, dass dieser Effekt zu vernachlässigen ist. Befürworter sagen außerdem, dass es den Menschen entgegenkommt, wenn es im Sommer am Abend länger hell ist. Gegner sagen, dass so eine Zeitumstellung nicht gut für die Gesundheit ist. Auch Tiere, Kühe zum Beispiel, brauchen eine ganze Weile, um sich an die neue Uhrzeit zu gewöhnen. Es sind Studien durchgeführt und Befragungen gemacht worden. Einige wollen die Zeitumstellung abschaffen, andere nicht. Einige wollen lieber eine dauerhafte Sommerzeit, andere eine permanente Normalzeit. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Ich hoffe, Sie erleben bei dem ganzen Theater um die Zeitumstellung keine schlaflose Nacht heute. Sleepless Night. Hier ist Canadian Brass.
wunderschöne Musik von George Gershwin, Sleepless Night. Das Ensemble Canadian Brass haben wir hier gehört. Was für ein Theater! Diesen Ausspruch verwendet man, wenn man ausdrücken will, dass um eine Sache viel zu viel Aufhebens gemacht wird. Aber er trifft natürlich noch besser zu, wenn es tatsächlich um das Theater geht, um die Bühne, um die Bretter, die die Welt bedeuten. Und das ist morgen der Fall. Jedes Jahr findet der Welttag des Theaters statt. Ins Leben gerufen worden ist dieser weltweite Aktionstag im Jahr 1961 vom Internationalen Theaterinstitut. Mit vielen Aktionen und Veranstaltungen wird die Besonderheit der Theaterkunst gewürdigt und gefeiert. Besonders im Mittelpunkt steht dabei die jährliche Botschaft einer Theaterpersönlichkeit von Weltformat, die sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung und Wirkung der Theaterkunst auseinandersetzt. So ist es nachzulesen auf der Homepage des Internationalen Theaterinstituts. Vielleicht findet bei Ihnen um die Ecke ja auch so eine Veranstaltung statt. Wir gehen jetzt schon mal ins Theater, natürlich mit Musik. Es tritt auf im Blasmusikkonzert Das Phantom der Oper. Thank you.
Das Phantom der Oper, Ausschnitte aus diesem Musical von Andrew Lloyd Webber, hat das Jugendblasorchester der Stadt Stein für uns gespielt. Mittlerweile ist es kurz vor 18 Uhr geworden und das Blasmusikkonzert ist fast zu Ende. Am nächsten Samstag erwartet Sie an dieser Stelle mein Kollege Stefan Arbeitsbichler mit einer Sendung zum 40. Todestag von Karl Orff. Unter anderem auch mit Ausschnitten aus den Carmina Burana. Die heutige Sendung können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, wenn Sie möchten, auf unserer Homepage unter brde/Volksmusik aus Franken. Mit dem Werk Jump and Joy von Markus Götz verabschiede ich mich für heute. Vergessen Sie nicht, die Uhren umzustellen heute Nacht. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Bis zum nächsten Mal aus Nürnberg, Ihr Karl-Heinz Brandt.
hören BR Heimat. Typisch Bayern.